So, und sage, schönen guten Abend, guten Nachmittag. Wir eröffnen heute das Online-Seminar Jahr der deutsch-tantiken Hilfe 2023 mit dem Auftakt mit der Professor Dr. Katrin Rees an meiner Seite, die uns heute was vorbereitet hat zum Thema nicht-medikamentöse Therapien bei der Huntington-Krankheit. Ich habe auch einen Foliensatz, den ich dazu zeigen kann. Genau, aus Aachen. Und genau, wir machen das so, dass ich kurz nach meiner Begrüßung kurz ein paar Hinweise gebe zur Technik, wie Sie dieses im Online-Seminar sich einbringen können. Ich werde ein paar Sachen zur deutschen Huntington-Hilfe sagen, Katrin Rees kurz vorstellen und in ihrem Vortrag haben wir dann später auch im Vortrag selber schon Zeit für Pausen eingeplant für Fragen und am Ende danach auch nochmal Zeit für Fragen. Und ich habe dann im Anschluss noch ein bisschen DHH-Infomaterial mitgebracht und Ansprechpartner, die Sie sich wenden können auf unserer Seite. Und zwar angekündigt bis 19 Uhr. Wir werden vermutlich um 18 Uhr schon fertig sein, je nach Ihren Fragen. Aber da wollen wir uns auch nicht hetzen, aber es wird nicht 19 Uhr sein. Vermutlich nicht 19 Uhr sein. Genau. Technische Hinweise. Die ersten haben es schon entdeckt. Es gibt am unteren Bildschirmrand die Möglichkeit, über den F- und A-Knopf sich zu beteiligen, indem Sie Fragen eintragen, Fragen schreiben, sei es zu den Folien, wo Verständnisfragen oder einfach weitergehende Fragen, was Themen, die Ihnen auf dem Herzen liegen, zu den jeweiligen Inhalten. Dann werden wir kurz innehalten. Nach den Blöcken machen wir eine kurze Pause. Wird dann so sein, dass ich die Frage dann vorlese und Katrin Rees sie nach bestem Wissen beantworten wird. Ansonsten werden wir gucken, wie man die Antworten nachträglich noch zukommen lassen. Ich werde die Fragen, wie gesagt, nur mit Ihrem Vornamen vorlesen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, jederzeit auf diesen Anonym-Knopf zu klicken. Dann sehe ich auch gar nicht, wer die Frage gestellt. Genau. Zur Deutschen Huntington-Hilfe. Ich selber bin Michaela Winkelmann. Ich bin die Vorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe. Das ist die Selbsthilfeorganisation und Patientenvertretung der Huntington-Familien in Deutschland. Und es gibt schon seit 1970, seit gut 50 Jahren. Wir sind bundesweit organisiert, aber auch regional in den Landesverbänden und Selbsthilfegruppen vertreten, mit einer zentralen Geschäftsstelle in Duisburg, wo man sich hinwenden kann für individuelle Fragen. Unsere Angebote sind im Wesentlichen Treffen zum Austausch mit Gleichgesinnten, zum Erfahrungsaustausch, Neuigkeiten auszutauschen, gleichermaßen auch Infoveranstaltungen, auch Online-Seminare wie heute mal wieder oder auch bestimmte Angebote für spezielle Zielgruppen, wie unsere große Jahrestagung einmal im Jahr im Herbst oder unser Huntington-Kurier. Viele Informationen gibt es auch auf unserer Webseite. Mitglieder haben bei uns Vorteile. Die bekommen, nämlich gerade angesprochen, Huntington-Kurier per Post nach Hause geschickt, halten Vergünstigungen bei uns, können Anträge stellen für finanzielle Unterstützung und sind gleichermaßen Teil der großen Gemeinschaft, haben auch andere Vorteile, wie die aufgelistet sind. Und auch wir als Deutsche Huntington-Hilfe profitieren gleichermaßen von der großen Mitgliederzahl, weil je mehr Mitglieder wir in Deutschland vertreten, Huntington-Betroffene, umso stärker ist auch unser Gewicht gegenüber Behörden oder Politik. Wer es noch nicht weiß, ich mache keine Werbung für Amazon, aber wer Amazon nutzt, kann gerne Gutes tun für die DHH. Das geht ohne Kosten, indem man einfach über Smile Amazon einsteigt und dann wird bei jedem Einkauf wird ein kleiner Betrag an die DHH überwiesen. Das summiert sich dann ganz ordentlich für uns und wer das noch nicht nutzt, kann das gerne einschalten und als die DHH als gemeinnützigen Verein seiner Wahl auswählen. Das war's schon von mir vorab. Genau. Dann freue ich mich sehr, die Katrin Rees zu begrüßen heute. Katrin Rees ist Professor für Neurologie an der Uniklinik in Aachen. Du bist auch die Vizevorsitzende, habe ich gesehen, von der Deutschen Hirnstiftung, die du mitbegründet hast, glaube ich sogar, ne? Du bist auch auf europäischer Ebene aktiv, im EHDN, im europäischen Huntington-Netzwerk. Ich glaube, da warst du Vorsitzende im wissenschaftlichen Beirat, irgendwie das heißt bei denen, inzwischen im Genau. Vorstand aktiv, bist auch in unserem wissenschaftlichen Beirat von der DHH aktiv, auch geschätzte Referentin, nämlich die Sonja Skopo hat uns empfohlen. Die Katrin Rees macht so einen tollen Vortrag, hat es in der KUP in Mönchengladbach schon vorgetragen. Und so kamen wir heute auf das Thema und die Einladung an dich. Und wir freuen uns, dass wir dich heute an unserer Seite haben. Genau, wenn du magst, kannst du gerne noch ein paar Worte zu dir sagen. Ansonsten Bühne frei und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, ganz lieben Dank, liebe Michaela, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Also vielen Dank für die Einladung. Du hast ja jetzt die Latte schon hochgehangen mit dem tollen Vortrag.
Ich hoffe, ich werde die Erwartungen entsprechen. Ich muss vorab ein bisschen sagen, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Ich hoffe, sie hält, aber wir bleiben mal positiv. Und ich würde jetzt mal meinen Bildschirm teilen. Genau. Und dann können wir auch gleich loslegen. Boah, es kam schon die Frage im Chat, ob denn die Folien bereitgestellt werden. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Katrin. Das überlasse ich dir. Ja, das können wir gerne machen. Ja, alles klar, danke dafür. Okay, also Thema wurde schon eingeführt. Es geht um nicht-medikamentöse Behandlungsverfahren bei der Huntington-Erkrankung. Und ja, was ist damit überhaupt gemeint? Das will ich kurz ein bisschen erläutern. Also es soll insbesondere um Therapien wie zum Beispiel die Physiotherapie gehen, also Krankengymnastik, aber auch um die Sprech- und Flugtherapien, die Logopädie. Und natürlich auch die Ergotherapie. Was gehört letztendlich zu nicht-medikamentösen Behandlungsverfahren noch mit dazu? Das sind die psychosoziale Betreuung und Hilfsmittel, auf die ich heute nicht ganz so eingehen werde. Aber noch zwei weitere Aspekte, die, glaube ich, ziemlich wichtig sind, auch gerade hinsichtlich Lebensqualität. Und das sind die Ernährung und der Schlaf. Das Thema ist, glaube ich, ein ganz wichtiges bei der Huntington-Erkrankung, aber auch nicht ein ganz einfaches. Sie werden sehen, denn die Datenlage dazu ist leider Gottes ziemlich dürftig und nicht ausreichend. Wir brauchen also hier ganz dringend neue Studien. Aber auch, was es oft so schwierig und komplex macht, ist die Umsetzung, weil die häufig so schwer ist. Denn das geht meistens auch mit Aktivität und Arbeit einher. Und wenn man all das, ich sage jetzt mal, in einer schönen Tablette hätte, dann wäre das die perfekte Tablette, wahrscheinlich auch die meistverkaufteste, mit einem ziemlich guten Effekt. Gut, dies vorab. Beginnen möchte ich jetzt mit der körperlichen Aktivität und der Physiotherapie. Warum ist körperliche Aktivität so wichtig? Im aktuellen Report der Weltgesundheitsorganisation dazu steht, die Förderung von mehr Bewegung durch Gehen, Radfahren, Sport und andere körperliche Aktivitäten hat enorme Vorteile, nicht nur für die körperliche und geistige Gesundheit im Einzelnen. Wichtig dabei ist aber auch die Regelmäßigkeit. Das heißt, regelmäßige körperliche Aktivität fördert sowohl die geistige als auch körperliche Gesundheit. Nochmal kurz, was verstehen wir alles überhaupt unter körperlicher Aktivität? Auch hier hat sich die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, dazu positioniert und sie definiert es als körperliche Aktivität, also jede körperliche Bewegung, die durch die Skelettmuskeln erzeugt wird und Energieaufwand erfordert. Körperliche Aktivität bezieht also verschiedenste Bewegungen mit ein. Das kann sowohl in der Freizeit sein, durch sportliche Aktivitäten, aber auch allgemeine Fortbewegungen, wie zum Beispiel das Gehen oder auch letztendlich Teil der Arbeit. Und hier ist es sowohl mäßige, wie zum Beispiel schnelles Gehen oder auch kräftige Muskelkraftübungen, körperliche Aktivität verbessern die Gesundheit. Ein paar Beispiele noch dazu, was so beliebte Bewegungsarten sein können. Das ist natürlich Gehen, Radfahren, Sport, aktive Erholung und Spiel. Ich habe hier unten mal verschiedene Icons für verschiedene Sportarten noch mit dazu genommen. Letztendlich gilt, was auch Spaß macht und was Bewegung mit beinhaltet. Und ich glaube, Spaß und Freude sind ein ganz wichtiger Faktor, um es letztendlich auch regelmäßig durchzuführen. Denn regelmäßige körperliche Betätigung hilft nachweislich auch bei der Vorbeugung und Behandlung auch nicht übertragbarer Erkrankungen, sprich auch chronischer Erkrankungen, und kann natürlich auch die psychische Gesundheit, Lebensqualität und auch das Wohlbefinden verbessern. Wir hätten natürlich die große Frage, wie viel benötigen wir denn tatsächlich davon? Und auch hier gibt es ganz gute Richtlinien, wieder von der Weltgesundheitsorganisation. Und sie zeigen, dass letztendlich man mindestens 150 bis 300 Minuten pro Woche, und das ist eine ganze Menge, mäßig
intensive aerobe körperliche Aktivität, also zum Beispiel auch schnelles Gehen. Beziehungsweise, das ist ein bisschen weniger, 75 bis 150 Minuten pro Woche, intensive körperliche Aktivität, also wie zum Beispiel Joggen gehen. Plus, und das gilt natürlich auch mit dem steigenden Alter, an zwei oder mehr Tagen in der Woche muskelstärkende Aktivitäten. Und hier ist es wichtig, dass so gerade die großen Muskelgruppen, ne, also Arme, Beine, Rücken, Bauch, mit einbezogen sind. Wenn man mehr macht als 300 Minuten mäßig intensive aerobe körperliche Aktivität oder mehr als 150 Minuten intensive oder ein Mix davon letztendlich, kann das letztendlich auch zusätzliche positive Effekte haben. Ganz wichtig ist, weil das auch gerade bei uns in der Gesellschaft immer mehr zunimmt, sind sitzende Tätigkeiten. Sitzende Tätigkeiten, ob das im Job ist, ob das zu Hause ist, ob das auf der Couch vom Fernseher oder mit dem iPad ist oder letztendlich auch im Bett. Hier gibt es auch ein klares Statement dazu, dass man versuchen soll, die Zeit mit sitzender Tätigkeit zu begrenzen und mehr in Richtung Bewegung zu bringen. Also weniger sitzende Tätigkeit und mehr Bewegung. Sprich, gerne mal die Treppe nehmen anstelle dem Aufzug oder mal zu Fuß anstelle den Bus nehmen oder wenn es ein weiter Weg ist, gerne einfach mal eine Bushaltestelle früher aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Das war jetzt ein kurzer Abschnitt ganz allgemein zur körperlichen Aktivität, aber ich glaube, hier lässt sich auch viel transferieren. Aber ich will natürlich auch noch mal jetzt drauf eingehen, spezifisch für die Huntington-Erkrankung, die körperliche Aktivität. Ganz kurz, ich glaube, ich muss es gar nicht groß erklären, aber die Symptome der seltenen neurologischen Erkrankung, der Huntington-Erkrankung betrifft natürlich die Bewegung, sprich Motorik, das können Überbeweglichkeiten sein, das kann aber auch das Gegenteil sein, eine gewisse Bewegungsarmut, was wir auch als Hypo- oder Bradykinese bezeichnen. Aber dazu gehören auch psychiatrische Symptomkomplexe, das kann sein, dass die Stimmung verändert ist im Sinne einer Depression, das kann Angst, das kann Unruhe, Schlafstörung, aber auch vermehrte Reizbarkeit oder Aggression sein. Und der dritte große Komplex, sage mal, des Blumenstraußes an Symptomen bei der Huntington-Erkrankung, das sind auch kognitive Veränderungen, also auch Konzentration und Gedächtnis können verändert sein. Sie wissen, die Erkrankung beginnt meistens zwischen dem 30. und 40. Lebensjahrzehnt. Das ist eine fortschreitende, eine chronische Erkrankung. Die Symptome können während der Erkrankung auch ganz erheblich fluktuieren. Deswegen sind regelmäßige Untersuchungen auch so wichtig. Kurz zum Verlauf. Sie wissen, es ist eine genetische Erkrankung, das heißt, beginnt die Veranlagung ist seit Geburt da. Dann gibt es eine relativ lange, wir nennen das prämanifeste Phase, keine Symptome vorhanden sind oder klinisch nachzuweisen sind. Und dann beginnen erste Symptome, das kann eine Depression sein, das kann vermehrte motorische Unruhe sein, das können aber auch erste Bewegungsstörungen sein, die dann weiter zunehmen können. Und definitionsgemäß sind es meistens motorische Symptome, die dann zu einem manifesten Stadium führen und dann hier die Symptome weiter zunehmen. Warum erzähle ich jetzt so detailliert den Verlauf? Warum ist es überhaupt wichtig? Weil es wichtig ist, dass man früh körperliche Aktivität einsteigt. Und das zeigt auch eine schöne Studie, die ich Ihnen jetzt hier zeigen möchte. Und zwar ist das eine Studie von Trembert, die 2010 im Movement Disorders veröffentlicht worden ist. Und die hat letztendlich gezeigt, dass auch ein aktiver Lebensstil die Symptome der Huntington-Erkrankung lindern kann, beziehungsweise das Auftreten verzögern kann. Was haben die gemacht? Die haben sich 154 erwachsene Freiwillige mit der Erkrankung angeschaut, also Genträger.
und geschaut, wann die Patienten oder die Genträger die Symptome entwickeln. Das waren hauptsächlich junge Personen, also aus dem Teenageralter. Und die haben in zwei Gruppen geteilt, aktiver Lebensstil und passiver Lebensstil. Und was man gefunden hat, ist doch ein ganz erheblicher Unterschied. Und zwar diejenigen, die einen passiven Lebensstil hatten, die haben früher erste Symptome bekommen. Und der Unterschied macht ganze 4,6 Jahre ein. Das finde ich eine sehr beeindruckende Zahl. Das ist doch ziemlich viel. 4,6 Jahre durch ein aktives Verhalten. Wie sieht es aber jetzt aus, auch im manifesten Stadium? Ich hatte schon gesagt, die Studienlage ist relativ dünn. Eine Studie habe ich mir herausgepickt von Herrn Bohlen, 2012 veröffentlicht, wo man versucht hat, nachzuweisen, welche positive Wirkung oder wie können wir das objektivieren, dass körperliche Aktivität, Physiotherapie einen positiven Effekt hat. Und zwar haben sie hier eine relativ kleine Gruppe untersucht. Das waren 12 Patienten mit der Huntington-Erkrankung. Über einen Zeitraum von 6 Wochen haben sie die Patienten regelmäßig beobachtet. Die haben ein definiertes Training bekommen und die konnten hier nachweisen, dass Krankenplastik-Physiotherapie eine positive Wirkung hat, und zwar insbesondere auf den Gang. Jetzt sind in einer sehr schönen Arbeit von Quinn im 2020 Neurology klinische Empfehlungen für die physiotherapeutische Praxis bei der Huntington-Erkrankung erarbeitet worden, und zwar basierend auf einer systematischen Übersichtsarbeit. Was ist das? Die haben letztendlich die ganze Literatur sich angeschaut und haben geguckt, wie viele Studien haben sich denn mit diesem Thema auseinandergesetzt, Physiotherapie, körperliche Aktivität bei der Huntington-Erkrankung. Und haben die sich alle angeschaut und konnten dann letztendlich 26 Studien identifizieren, die sozusagen passen, und haben die sich etwas genauer angeschaut und analysiert und darauf basierend die klinischen Empfehlungen erarbeitet. Und die will ich Ihnen mal kurz vorstellen, was die gefunden haben, was sozusagen wichtig ist für weitere Empfehlungen. Und zwar ist das insbesondere Ausdauertraining, also wiederum aerobes Training, entweder allein oder auch in Kombination mit einem Widerstandstraining zur Verbesserung der Fitness und auch der motorischen Funktion. Das erinnert uns schon so ein bisschen an das, was wir gerade auch bei der WHO so ein bisschen gesehen haben. Und haben aber auch gesehen, dass dieses überwachte Gehtraining positiv ist und dass das empfohlen werden kann. Und die haben dann letztendlich so eine Art Notengebung gemacht, also nicht wie in der Schulnote von 1 bis 6, sondern die haben halt A, B, C. Und was kann nicht empfohlen werden? Und ich will Ihnen mal kurz die zwei besten Empfehlungen, also A sind die besten und B die zweitbesten. Und was sozusagen mit der besten Evidenz, basierend auf diesen 26 Studien, die Sie sich genauer angeschaut haben, empfohlen werden kann, ist aerobes Training gepaart mit den Kräftigungsübungen, aber auch das Gehtraining. Und Empfehlungsgrad B sind Gleichgewichtsübungen und Atemübungen. Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Was versteckt sich unter dem aeroben Training? Also gepaart wieder mit Muskelkraftübungen. Und zwar ist das auch hier wieder eine mäßige Intensität. Oberkörper, Unterkörper, dreimal die Woche. Und das war für 12 Wochen basierend auf den Daten. Und konnten halt sehen, dass sich die allgemeine Fitness verbessert und auch motorische Funktionen dadurch stabilisiert und verbessert werden können. Und das zweite ist das Gehtraining. Und das ist, dass letztendlich auch die zusammen mit den Physiotherapeuten sich das Gehen genau angeschaut wird und man sozusagen dann auch erarbeiten kann, wo kann man etwas verbessern. Empfehlungsgrad B ist die Wirksamkeit von Gleichgewichtsübungen bei Personen mit der Huntington-Krankheit, also individuelle Übungen, aber auch Gleichgewichtsübungen mit einer mäßigen Häufigkeit und Intensität, um letztendlich das Gleichgewicht und die Sicherheit in Richtung Sturzprophylaxe zu verbessern. Weiter im Empfehlungsgrad B ist die Wirksamkeit von Atemübungen, also Einatmen, Ausatmen, und das ist letztendlich auch für die Atemmuskelkraft und auch um die Wirksamkeit des Abhustens. Und wir kommen ja nachher auch nochmal zu den Schluckstörungen, da ist das auch nochmal
Ein Team. Die das europäische Huntington-Netzwerk hat auch Empfehlungen für die Physiotherapie erarbeitet, die in allen Sprachen verfügbar sind auf der Homepage und die man sich runterladen kann und auch gerne den Physiotherapeuten mitgeben kann. Ein kurzes Beispiel daraus oder habe ich mir nochmal rausgesucht, was ich wichtig finde. Und zwar ist es auch, dass man früh damit beginnt. Also körperliche Aktivität in dem Fitnessstadium, da hatten wir ja schon die WHO-Empfehlungen besprochen, aber auch sobald die Diagnose aufsteht, zusammen mit einem Physiotherapeuten. Das ist wichtig, damit auch bestimmte Routinen sich erarbeitet werden können und auch bei fortschreitender Erkrankung zeigt sich, dass das einfach auch besser beibehalten werden kann. Darüber hinaus gibt es auch Empfehlungen für Gehhilfen oder wenn die Sitzhaltung sich verschlechtert, dass spezielle Stühle genutzt werden, verschiedene Lagerungshilfen oder auch Dehnungsübungen. Als letztes möchte ich noch auf die Videos der Deutschen Huntington-Hilfe zurückkommen. Fand ich ganz toll, habe ich gerade in der Corona-Pandemie ganz vielen Patienten empfohlen, weil es ja so viele Schwierigkeiten gab, auch die Physiotherapie aufrechtzuerhalten. Also hier gibt es auf YouTube Videos verlinkt auf der Deutschen Huntington-Homepage für Beine, Arm und Boden zur Übung. Das nächste Kapitel wäre jetzt die Logopädie, aber wir haben gesagt, wir machen hier eine kleine Pause und würde kurz die Möglichkeit für Fragen geben. Ich muss gestehen, im Präsentationsmodus sehe ich jetzt keine Fragen. Also, bisher sind noch gar keine Fragen eingegangen. Also eine Frage war eben, was bedeutet Regelmäßigkeit bei den Übungen? Das hast du auf der Folgeseite dann beantwortet mit den Minuten pro Woche. Das habe ich dann gerade wieder erledigt. Wurde direkt geantwortet. Bisher haben die alle ganz gespannt gelauscht und haben noch keine weiteren Fragen gestellt. Und dann nutzen Sie gerne die Gelegenheit, wenn es zum ersten Teil schon Fragen gibt, gerne einzustellen. Ich habe zur Überbrückung eine Frage, ist mir aufgefallen. Du sagtest eben ab Diagnose. Diagnose ist dann für dich die genetische Diagnose oder die Symptome? Also jemand geht zum Humangenetiker, bekommt halt seinen Nachweis, die Mutation wurde gefunden. Ist das für dich Diagnose oder wenn dann die ersten Symptome auftreten? Ab wann zahlst du auch die Krankenkasse? Ja, also ich glaube, wichtig ist eigentlich in dem Moment, in dem auch Symptome, Einschränkungen auftreten. Also ich glaube, körperliche Aktivität ist immer wichtig. Ja. Aber ab dem Moment, in dem erste Einschränkungen da sind, da ist es wichtig, dass noch jemand anders regelmäßig mit drauf schaut. Okay. Also ich sage, wir hatten immer das Beispiel auch mit dem Gehen. Es kann ja dann auch oft sein, dass dann so ein breitbasiges Gehen oder dass der Seitenzergang erschwert ist, solche Dinge. Und das kann man sehr, sehr gut üben, auch mit dem Physiotherapeuten. Mhm. Und oft merkt man ja selbst auch nicht immer alle Veränderungen oder dass der Arm dann angewinkelt wird, all solche Kleinigkeiten oder die Haltung. Ne? Also das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass sich dann die Haltung verändert, dass einfach jemand noch einen Blick drauf hat, einen aufmerksam darauf macht, ja. Was hat sich denn verändert, das spezifisch beübt und dass das im weiteren Verlauf immer wieder kontrolliert wird. Alles klar, verstehe. Okay, gut. Das ist nochmal zur Klarstellung. Was heißt, die sportlichen Übungen kann ja jeder schon machen, aber dann zum Physiotherapeuten, dann ab Symptome, wenn es dann wirklich die professionelle Unterstützung nötig ist. Okay, verstanden. Eine andere Frage geht mir durch den Kopf, es kommt noch keine andere Frage, eine stelle ich noch, dann machen wir gleich weiter. Gibt es denn irgendwelche Sportarten, man sagen kann, die gehen bei Hunting besonders gut oder die sind eher ungeeignet? Gibt es da Erfahrungen? Genau aus dem Grund hatte ich so viele Beispiele aufgezählt und auch nochmal so viele verschiedene Beispiele visualisiert. Ja. Weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man wirklich Freude daran hat, dass man Spaß hat. Weil sonst macht man es nämlich nicht regelmäßig. Und mir ist es lieber, man macht es regelmäßig. Und der eine, der geht zum Beispiel gerne schwimmen, aber ein anderer zum Beispiel gar nicht. Und dann hat man es halt wieder aufgehört. Schwimmen ist natürlich gut, weil man bewegt viele Muskelgruppen. Man hat vielleicht auch noch direkt so einen kräftigen Effekt mit dabei. Man hat Ausdauer dabei. Aber das ist halt nicht bei jedem. Der andere geht gerne tanzen. Das ist natürlich ganz toll, weil da hat man direkt noch so ein bisschen das Kognitive und die Koordination mit dabei. Aber das mag ja nicht jeder. Also ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich was sucht, was einem Spaß macht. Und es gibt so viele verschiedene Sportarten. Ja. Es muss also irgendetwas geben, was einem Spaß macht. Okay. Und dass man das dann regelmäßig fortführt. Ja.
Und ich glaube, wenn man so ein bisschen die Kombination zwischen Ausdauer und kräftigenden Übungen beachtet, dann muss es nicht das eine oder das andere. Ja, prima, danke. Jetzt kommen die ersten Fragen. Jetzt Maria möchte wissen, was hältst du von Nordic Walking? Super. Okay. Also Nordic Walking ist ja auch ein schnelles Gehen. Und man hat, das kann man auch, ich sage mal, auch bei ersten Beeinträchtigungen, man hat direkt noch eine Stütze. Also zum Beispiel auch Patienten, die dann auch Schwierigkeiten haben beim Gehen, aber wollen keinen Gehstock oder auch keinen Rollator, sind Nordic Walking Stöcke immer eine super auch Zwischenlösung. Man hat auch direkt noch eine Stütze. Okay. Nordic Walking macht man meistens draußen, man hat die frische Luft und kommt raus. Das kann man super auch zusammen mit einer Freundin oder Freund oder einer Gruppe machen. Da hat man direkt noch die soziale Interaktion dazu. Also ganz tolle Idee mit den Überbewegungen, das wäre jetzt eher mein Gedanke gewesen mit der Überbewegung, das könnte auch schief gehen. Ist eine positive Erfahrung. Ja, also ich glaube, das muss man individuell so ein bisschen abwägen und auch ausprobieren, was gut passt. Also wenn man jetzt gerade eine Phase hat mit großen Überbeweglichkeiten der oberen Extremität oder auch mit Feinmotorik, dass es Schwierigkeiten gibt, den Stock zu halten, dann muss man vielleicht nochmal überlegen, ob man vielleicht was anderes wählt. So ganz generell ist das immer schwierig zu sagen. Ja, man muss es dann so ein bisschen abwägen. Mhm. Ja, prima. Danke. Dann gibt es noch eine Frage und einen Hinweis von Stefan, der sagt, er hatte viele Unfälle auf dem Rad, also unbedingt einen Helm tragen, ist da sein Hinweis. Ja, ja, ganz wichtig. Also Helmprophylaxe, das ist schon Standard. Das gehört mit dazu. Wir alle wissen, dass auch Hirnverletzungen schlecht für die Kognition sind und alles andere. Also auf jeden Fall Helm tragen. Wichtiger Punkt. Gut, das waren die Fragen bisher. Dann, ich denke, wir machen weiter, Katrin, und gucken, was noch Fragen später dazu kommt. Ja, dann mache ich gerne weiter. Ja. Und zwar geht es weiter jetzt mit der Logopädie, also Sprech- und Schlucktherapien. Und beginnen möchte ich mit den Sprach- und Sprechstörungen, die bei der Huntington-Erkrankung auftreten können. Und das bedeutet, dass die Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt sein kann. Und Kommunikation ist ja auch ganz wichtig für die soziale Interaktion. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man was tut. Das heißt, hier ist es so, dass viele Patienten auch, dass es denen bewusst ist, dass es schwierig ist, andere zu verstehen oder auch selbst verstanden zu werden. Und ich habe eben schon gesagt, weil es einfach für die soziale Interaktion so wichtig ist, dass es wichtig auch hier frühzeitig mit Logopäden, Sprachtherapeuten frühzeitig das zu beüben. Was sind die Sprach- und Sprechstörungen, die man mit Logopäden beüben kann? Aber ein ganz wichtiger Punkt sind auch die Schluckstörungen, die bei der Huntington-Erkrankung auftreten können. Denn sie können auch schon relativ früh auftreten und sie können auch mal still auftreten, ohne dass man groß Veränderungen, Symptome bemerkt. Und warum ist das so wichtig? Sie sehen das hier so dargestellt, also alles das, was man als Nahrung zu sich nimmt, das soll alles möglichst im Magen landen und nicht in der Lunge. Weil wenn es in der Lunge landet, kann es zu Entzündungen führen und das kann sozusagen zu einer Lungenentzündung führen und sogenannte Aspirationspneumonie und die können schlimmstenfalls auch tödlich verlaufen. Die Studienlage ist insgesamt ziemlich dürftig. Ich darf nochmal ganz kurz hier den Schluckakt auch zeigen. Also hier, das ist sozusagen die Nase. Hier kommt Luft in die Luftröhre. Hier ist sozusagen schon die Nahrungsaufnahme gezeigt und die soll dann hier in die Speiseröhre und wenn das erfolgt ist, sozusagen dann wieder die Atmung. Also das ist sozusagen der Schluckakt an sich. Welche Symptome können auftreten bei einer Schluckstörung? Hier fragen wir meistens irgendwie Schwierigkeiten beim Schlucken von Speisen, vielleicht einen vermehrten Speichelfluss, hat man ein Kloßgefühl im Hals, man vielleicht auch das Gefühl, dass viel Nahrung im Mund hat, wo man Schwierigkeiten hat, das jetzt runterzuschlucken. Kommt beim Kauen oder Schlucken Nahrung wieder aus dem Mund oder auch Flüssigkeit mit in die Nase? Hat man das Gefühl, so Erstickungsanfälle zu haben beim Essen oder Trinken?
Muss man beim Essen oder Trinken auch husten oder auch niesen? Versucht man gleichzeitig zu atmen, während man Nahrung oder Flüssigkeit schluckt? Sie haben gesehen, gleichzeitig ist schwierig. Oder kommt Ihnen Nahrung oder Flüssigkeit nach dem Schlucken wieder hoch? Und wenn das so ist, ist es auch wichtig, dass man sich das weiter anschaut. Wie können wir uns das anschauen? Das ist mit einer sogenannten FACE, so eine fieberendoskopische Schluckuntersuchung. Und das funktioniert letztendlich so, dass man halt hier mit so einem ganz dünnen kleinen Schlauch mit einer Kamera hier über die Nase hineingeht und dann sieht man so ein Bild. Ne? Und Frau Schumann-Werner, Logopädin bei uns jetzt in Spendal, hat uns hier zwei Bilder zur Verfügung gestellt von einem Patienten mit schweren Schluckstörungen. Und wir, ne, indem man ein Stück Joghurt oder ein bisschen was Angefärbtes schluckt und wo man dann sieht, dass halt Teile davon nicht in der Speise, sondern auch in der Luftröhre landen. Wir haben hierzu auch eine Studie bei uns in Aachen gemacht und haben halt gesehen, dass wir doch sehr häufig Veränderungen, also Hinweise auf eine Schluckstörung finden und dass wir auch das finden, wenn wir jetzt keine Symptome genannt bekommen haben, wie in der eben genannten Liste. Wir haben dazu auch eine Bildgebungsstudie gemacht, wo wir uns Veränderungen im Gehirn angeschaut haben. Und hier sieht man, dass auch bestimmte Netzwerkveränderungen im Gehirn mit dieser Schluckstörung einhergehen können. Und deswegen ist wichtig, wenn Sie da Hinweise haben, dass man sich das auch anschaut. Die Frage ist, was kann man tun? Kann man das mit einem Logopäden auch beüben? Leider ist, wie gesagt, die Studienlage relativ dünn dazu, aber man kann auch den Schluckakt, wenn man genau halt Muskelübungen machen kann, auch mit dem Logopäden beüben. Da wichtig ist, dass man sich Zeit zum Essen nimmt, dass man sich aufs Essen konzentriert, nicht vor dem Fernseher oder während des Gehens. Und wenn Schluckstörungen sind, kann zum Beispiel kann die Flüssigkeiten angedickt werden oder das Essen auch zerkleinert werden. Und bei einer schweren Schluckstörung kann natürlich auch eine PEC-Anlage, also eine parenterale Ernährung, sinnvoll sein. Das wäre der Part zur Logopädie. Und jetzt kommen wir zur Ergotherapie. Auch hier gibt es leider relativ wenig Daten, aber es gibt eigentlich eine sehr schöne Studie an Huntington-Mäusen. Und zwar 2000 in Nature veröffentlicht. Und die haben sich angeschaut, wie sich die Umgebung, also einmal eine ganz triste Umgebung ohne wenig Anreize oder eine sehr, sehr vielfältige Umgebung auf die Symptome hinsichtlich der Huntington-Erkrankung verändern. Und hier konnte gezeigt werden, dass eine abwechslungsreiche und interessant gestaltete Umgebung alleine bewirkt hat, dass die Tiere später Symptome entwickeln. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Studie. Natürlich kann man nicht immer alles eins zu eins auf den Menschen übertragen, aber wir wissen, dass auch hier gerade ergotherapeutische Ansätze durchaus hilfreich in der Alltagsbewältigung sind, insbesondere auch hinsichtlich kognitiver Störungen, die hier beübt werden können, wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen. Auch das gibt sozusagen als Empfehlung von den Huntington-Guidelines und auch hier gibt es noch von der Deutschen Huntington-Hilfe, möchte ich noch anmerken, Therapien ohne Pillen. Hier ist natürlich die Ergotherapie dabei, aber auch die anderen wie Physiotherapie, Logopädie und die Schluckstörungen. Das heißt, die Ergotherapie, auch wenn es hier keine großen Studienlagen gibt, also evidenzbasierte Empfehlungen, so kann man doch sagen, dass nach einem Expertenkonsens symptomorientiert diese psychosozialen Interventionen, zu denen die Ergotherapie gehört, die psychologische Verfahren, Ergotherapie, körperliche Aktivität zur Stabilisierung und dem Erhalt von Alltagsfunktionen empfohlen werden kann. Der nächste Aspekt ist die Ernährung. Und da lautet natürlich die allererste Frage, gibt es eine Huntington-spezifische Diät? Frei dich ganz oft gefragt, welche Pillen muss ich alle nehmen oder welche Vitamine oder sonstigen Ersatz?
Letztendlich muss man sagen, dass es für Huntington eine spezifische Diät gibt. Wir wissen aber auch, dass die Vorteile einer Ernährung, die reich an Vitaminen, Coenzymen oder anderen Wirkstoffen, dass die diskutiert werden, dass es da auch Studien gibt, aber bisher nicht in großen klinischen Studien nachgewiesen werden konnten. Und das zeigt auch hier eine ganz kürzlich aus 2022 erschienene Übersichtsarbeit von Ferrero. Aber es gibt analog, wie wir es zu der körperlichen Aktivität gesehen haben, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 10 Regeln für gesund Essen und Trinken. Und hier ist es so, der erste ist, nutzen Sie die Lebensmittelvielfalt, essen Sie abwechslungsreich und wählen Sie dabei überwiegend pflanzliche Lebensmittel. Treffen Sie also eine bunte Auswahl. Die zweite Empfehlung lautet, genießen Sie mindestens 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst am Tag. Und zur bunten Auswahl gehören letztendlich Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, aber halt letztendlich auch Gemüse, Nüsse, Trockenfrüchte etc. Bei der Auswahl von Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis sollten Sie Vollkornvarianten auswählen. Die vierte Empfehlung lautet, essen Sie Milch und Milchprodukte wie Joghurt, Käse täglich, Fisch 1 bis 2 Mal pro Woche. Und wenn Sie gerne Fleisch essen, dann nicht mehr als 300 bis 600 Gramm pro Woche. Es gibt natürlich gute Fette, wie zum Beispiel pflanzliche Öle, Rapsöl und Olivenöl. Vermeiden Sie eher so versteckte Fette, wie zum Beispiel in verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst, Gebäck, Süßwaren, Fastfood natürlich und sonstige Fertigprodukte. Ja, Zucker und gesüßte Lebensmittel und Getränke sind nicht empfehlenswert. Vermeiden Sie diese und setzen Sie Zucker sparsam ein. Genau das Gleiche gilt auch letztendlich für Salz. Seien Sie kreativ. Es gibt eine Fülle an tollen Gewürzen, mit denen Sie Ihre Mahlzeiten ein bisschen aufpeppen können. Trinken Sie und 1,5 bis 2 Liter Wasser jeden Tag und versuchen Sie, hier auch ungesüßte Tees vielleicht zu ergänzen. Keine zuckergesüßten oder alkoholischen Getränke. Versuchen Sie schonend zu garen, also garen Sie die Lebensmittel nur so lange wie nötig und so kurz wie möglich. Und natürlich essen Sie mit Bedacht. Erinnern Sie sich an das, was ich gerade zu den Schluckstörungen gesagt habe. Nehmen Sie sich Pause für Ihre Mahlzeiten. Genießen Sie sie und lassen sich Zeit beim Essen. Und natürlich, vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität, das gehört zusammen. Und ich verweise auf das erste Kapitel zur körperlichen Aktivität. Spezifisch für die Huntington-Erkrankung ist allerdings, worauf man achten sollte, ist der potenzielle Gewichtsverlust. Warum Gewichtsverlust? Weil wir wissen, dass die Huntington-Erkrankung eine sehr stoffwechselreiche Erkrankung ist, also einen katabolen Stoffwechsel hat. Das heißt, bei vielen Patienten kann es auch zu einem Gewichtsverlust kommen. Mit die einzige Erkrankung, wo ich sage, lieber mal ein Kilo zu viel, mit gesunder Ernährung. Das heißt, hier ist es wichtig, regelmäßig darauf zu achten. Wenn ein relevanter Gewichtsverlust da ist, sollte man dem entgegnen mit regelmäßigen Mahlzeiten, 6 bis 8 Mahlzeiten am Tag, regelmäßige Kontrolle, gegebenenfalls eine Ernährungsberatung. Und dann gibt es hier diese tollen Trinkpäckchen oder auch als Astronautennahrung bekannt. Gibt es in verschiedenen Varianten, Vanille, Erdbeere, Schoko und schmeckt gar nicht so schlecht. Der letzte Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist der Schlaf. Warum ist der Schlaf so wichtig? Welche Rolle spielt der Schlaf? Wir wissen auch bei vielen anderen Erkrankungen, dass eine anhaltend kurze Schlafdauer, insbesondere, ich sag mal, mittleren und hohen Lebensdauer, im Vergleich zu denjenigen, die eine normale Schlafdauer haben, auch ein erhöhtes Demenzrisiko haben kann. Warum ist das so wichtig? Das ist in diesem, finde ich, so tollen Bild hier einmal dargestellt. Denn in der Nacht ruht nicht nur unser Gehirn, sondern auch verschiedene Abbauprodukte werden ausgewaschen. Wie sieht es aus bei der Huntington-Erkrankung? Wir wissen, dass Schlafstörungen häufig bei Patienten mit der Huntington-Erkrankung auftreten können im Vergleich zu
gesunken. In der Studie von Assis und Kollegen war das bei über, also fast 80% der Fall, aber natürlich auch ohne Huntington-Erkrankung. Und bei Gesunden sind es schon 35%, das ist schon relativ viel. Man konnte in dieser Studie zeigen, dass die Schlafphase verzögert war, während die Tagesmüdigkeit eigentlich gar nicht relevant beeinträchtigt war. Wir wissen, dass Schlafstörungen verbunden sein können mit der kognitiven Leistung, aber auch mit dem Auftreten psychiatrischer Symptome. Und deswegen ist auch ausreichend Schlaf so wichtig. Das heißt, zu wenig Schlaf kann zu Problemen mit dem Gedächtnis und dem Denken führen. Was kann man dagegen tun? Was wir nennen auch korrekte Schlafhygiene oder Chronohygiene. Sehen Sie meinen Bildschirm noch? Jetzt ist das in so einem Vorschau-Modus gehüpft. Wir sehen jetzt die nächste Seite auch schon. Ja, jetzt ist besser. So war es vorher. Prima, jetzt ist gut. Ja. Okay. Genau, wir kommen zur Chronohygiene. Was kann man tun? Zum Beispiel nach dem Mittagessen keine koffeinhaltigen Getränke mehr trinken, also wie Kaffee, Schwarztee, Cola, Alkohol weitestgehend vermeiden und nicht sofort Schlafmittel einsetzen, keine schweren Mahlzeiten am Abend regelmäßig körperliche Aktivität, allmähliche Verringerung geistiger und körperlicher Anstrengung vor dem Zu-Bett-Gehen. Das heißt, man bringt sich schon so ein bisschen in den Ruhemodus. Persönliches Einschlafritual, ob das schöne Musik ist, Abdunkelung. Eine Tasse Milch oder Tee, das ist ja ganz individuell, oder ein Buch lesen. Ganz wichtig auch im Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Also wenn es draußen laut ist, das Fenster schließen, dass es ruhig ist. Die Rollläden runterfahren, ein bisschen dunkel ist. Und bei einer Schlafstörung nicht ständig auf den Wecker oder die Armbanduhr schauen. Das heißt, wenn ich nochmal alles zusammenfasse, die perfekte Tablette, die gibt es. Und es bleiben übrig die vielen verschiedenen Übungen. Und hier ist es wichtig, dass gekoppelt wird mit Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, körperliche Aktivität, gute, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf. Und Sie sehen, hier fehlen viele klinische Studien, um wirklich eine gute Evidenz, das auch für diese seltene Erkrankung zu untersuchen. Dennoch möchte ich, dass Sie Folgendes mitnehmen. Und zwar, es ist nie zu spät anzufangen und am besten so früh wie möglich. Und damit darf ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich, dass meine Stimme mir bis zum Schluss erhalten geblieben ist. Prima, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Katrin, für die Ausführungen und deinen Bericht. Ich bin auch sehr froh, dass die Stimme gehalten hat. In der Zwischenzeit sind einige Fragen reingekommen. Ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren. Es gab noch eine Nachfrage zum Thema Physiotherapie, das ist in dem ersten größeren Blog. Krankengymnastik. Da gab es eine Zusatzfrage von Nancy und er möchte wissen, habe ich Anspruch auf Physiotherapie zu Hause, wenn ich aufgrund der Einschränkungen nicht in die Praxis gehen kann? Ja, also gerade in den Corona-Zeiten ist das ja sehr häufig auch gemacht worden. Das heißt, nicht alle Physiotherapeuten tatsächlich kommen auch nach Hause oder machen Hausbesuch, aber einige, das heißt, da muss man sich informieren oder mit dem jeweiligen Physiotherapeuten das besprechen. Aber wenn Ihr Arzt das Rezept für die Physiotherapie ausstellt, gibt es so ein kleines Kreuzchen auf den Rezepten für Hausbesuche. Und wenn das angekreuzt ist, dann können die Physiotherapeuten, es gilt aber auch für Logopäden oder Ergotherapeuten, auch zu Ihnen nach Hause kommen. Und das sind natürlich gerade in Pandemiezeiten oder natürlich auch, wenn es schwierig ist, bestimmte Wege zu bewältigen, weil man vielleicht alleine ist oder nicht jemanden hat, der einen vielleicht zu den Therapien fahren kann, das ist dann natürlich sehr relevant und das ist gar wichtig, dass wir das regelmäßig machen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass Sie sich auch von Ihren Therapeuten immer regelmäßig Übungen, kleine Hausaufgaben geben lassen. Da komme ich wieder zu der Regelmäßigkeit, dass Sie das regelmäßig auch durchführen können. Also das heißt, selbst wenn Sie Ihren Physiotherapeuten nur einmal die Woche
sehen, dass sie auch Übungen haben. Er weiß ja, wo sind die Schwierigkeiten. Das heißt, er kann so ein bisschen die Übungen auf die Beeinträchtigungen anpassen und dass sie das dann regelmäßig durchführen. Umso besser der Effekt. Super, danke dafür. Das war noch Physiotherapie. Jetzt habe ich einen Blog zum Thema Schlucken und Logopädie. Wo und wer kann die instrumentelle Schluckuntersuchung durchführen? Möchte Maria wissen. Also an Ihren Huntington-Zentren können Sie nachfragen, ob die Möglichkeit dort besteht, so eine fieberendoskopische Schluckuntersuchung zu machen. Die meisten großen Zentren bieten das mit an. So, genau. Dann geht es noch weiter in der Rubrik Schlucken. Gibt es auch Logopädie-Therapie, bevor man Symptome hat? Möchte Doris wissen. Also auch da geht es so ja so ein bisschen, je früher man vielleicht anfängt, ne, vielleicht hat es einen präventiven Effekt. Gibt keine guten Studien dazu. Ganz generell aus dem Bauchgefühl und alles, was wir bisher gesagt haben, würde man ja meinen, dass es in diese Richtung geht. Wir wissen zum Beispiel, dass Patienten, die zum Beispiel in einem Chor sind und singen, das ist ja auch letztendlich eine Übung fürs Sprechen, laut sprechen, deutlich sprechen oder Gedichte aufsagen oder in irgendeinem Buchclub sind und was erzählen. Das sind letztendlich auch alles Übungen, die in diese Richtung gehen. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, ne, das könnte man zum Beispiel auch sehr gut auch in diesen frühen Phasen machen. Ja, mehr so ein Rezept, Übung als Therapie dann. Ja, genau. Also ein Rezept für eine Logopädie, dafür braucht man natürlich immer auch eine Einschränkung. Ne? Aber man kann auch zum Beispiel mal gucken, was gibt es denn vielleicht für Übungen, die man dann so ein bisschen prophylaktisch letztendlich auch durchführen kann. Oder man sucht sich ein schönes Hobby, wie zum Beispiel singen. Ja, guter Tipp. Genau. Nochmal Richtung Schlucken und vielleicht muss man später. Dann fragt Christian noch, was ist denn mit der PEG, mit der Magensonde? Kannst du da auch nochmal eingehen, bitte? Ja, also PEG, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was man auch frühzeitig für sich, mit der Familie, mit Freunden und auch mit dem behandelnden Arzt besprechen sollte. Weil jeder muss sich überlegen, möchte ich das ja oder nein? Ich glaube, ein wichtiger Punkt, wo man vielleicht auch ein bisschen Angst nehmen kann, manche denken ja, oh Gott, wenn ich jetzt so eine parenterale Ernährung habe, dann kann ich ja vielleicht gar nichts mehr essen oder das, ich esse so gerne oder ich mag so gerne Schokolade oder Sahnetorte oder was auch immer und kann das letztendlich nicht mehr genießen. So ist es ja nicht. Eine PEG gilt ja letztendlich auch um die Ernährung aufrechtzuerhalten. Vielleicht ist es nicht mehr möglich, so viel und ausreichend zu essen, mal zum Beispiel eine deutliche Gewichtsabnahme ist, mal eine schwere Schluckstörung vorliegt. Das heißt, man muss hier mal genau schauen, wie ausgeprägt ist denn tatsächlich die Schluckstörung und auch mit dem Logopäden überlegen, was ist denn vielleicht noch gut für mich? Also was kann ich noch gut vielleicht nebenher essen? Das heißt, man kann sowohl die Ernährung aufrechterhalten über eine parenterale Ernährung und gleichzeitig aber noch die Dinge, die man gerne isst und auch noch gut essen kann oder trinken kann, beibehalten. Ja, wunderbar, danke dafür. Dann gibt es nochmal in der Rubrik Schlafen kommt eine Frage von Andreas und der wollte wissen, sollten Huntington-Erkrankte, die nachts immer wach sind, mit Schlaftabletten daran umgewöhnt werden, wieder nachts zu schlafen? Ja, das ist so ein bisschen die Eulen- und Lerchen-Thematik. Also ich sag mal, es gibt manche, ne, die stehen früh auf und dann gibt es diejenigen, die gerne lange nachts aufbleiben. Das ist schon ein gewisses Spektrum, aber ich glaube, wichtig ist, dass man halt auch ausreichend am Stück schläft. Man hat also ganz grob, sagt man, 6 Stunden. Idealerweise nachts, weil das ist so der klassische, natürliche Biorhythmus. Denn wenn es dunkel wird und in der Nacht werden halt auch bestimmte Hormone wie das Melatonin ausgeschüttet, damit man halt gut schläft. Wenn das ein bisschen verschoben ist, aber man ausreichend schläft und auch tagsüber nicht groß müde ist, dann kann das ja durchaus auch so ein bisschen in die Nacht gehen. Aber ich glaube, jetzt sich um 12 Uhr mittags für 6 Stunden hinzulegen, das verpasst man ja auch viel zu viel vom Leben. Danke dafür. Dann gibt es noch einen ganz anderen Aspekt, den bringt Richard mit in die Diskussion. Ist nicht auch psychologische Betreuung, Therapie ein wichtiger Punkt?
Die Antwort lautet ja mit 3 Ausrufezeichen. Ich hatte in meiner Eingangsfolie gesagt, dass ich mich auf diese Therapien fokussiere und die psychologischen Therapien oder auch Hilfsmittel da jetzt keinen Fokus drauf lege. Aber Sie haben absolut recht. Richtig. Das ist ganz, ganz richtig. Genau, prima. Das waren die Fragen bisher. Danke für die Beantwortungen. Wer noch Fragen hat, kann sie gerne noch in den F&A-Knopf eintragen. Ansonsten habe ich noch zum Ende hin Informationen von meiner Seite. Na komm. So, genau. Katja hat dir schon ein bisschen vorweggenommen, unser Infomaterial vorzustellen. Hier ist auch noch der Link, wie man das dann bestellen kann. Das Buch Therapien ohne Pillen, das sich mit Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Schluckstörung beschäftigt. Gibt es bei uns Mitglieder sogar kostenlos, um es im Shop zu bestellen. Darüber hinaus hast du auch gezeigt, es gibt dieses EHDN-Heftchen, das kann man bei uns auch bestellen, in der gedruckten Version. Du hast die Online-Version gezeigt. Wir haben davon gedruckte Versionen verfügbar. Die kann man bei uns auch beziehen. Das ist jetzt rein auf Physiotherapie bezogen. Und ich habe noch, das ist nicht auf Ergo-Logo-Physio beschränkt, aber auf die Huntington-Krankheit insgesamt, noch ein recht neues Buch, das wir aufgelegt haben, gemeinsam mit dem Thieme Verlag, mit den Herren Reimann, Landwehrmeier, Bohlen und Mühlbeck, Frau Mühlbeck dann, genau, das die Huntington Krankheit beschreibt und auch einen sehr guten häufige Fragenbereich am Ende hat, wo man sehr gut reinlesen kann sich oder auch mal mit einem Arzt und zum Arzt mitbringen kann, auch mal einen Therapeuten. Und auch da haben wir reichlich Exemplare im Keller in Duisburg liegen und geben es gerne an Mitglieder auch kostenlos heraus. Gibt es auch im Shop. Genau, dann hast du schon gesagt, die Videos, die gibt es bei uns auf der Webseite. Da haben wir eine Rubrik rund um Heilmittel, also gerade das, was wir da besprochen haben. Das finden wir als unserer Webseite. Genau, Ansprechpartner sind nochmal die Kontaktdaten unserer Geschäftsstelle. Wir haben Ansprechpartner für junge Menschen, für Familien, für Eltern. Unsere Landesverbände, die regionalen Gruppen sind hier nochmal aufgeführt, wie Sie die erreichen können. Online-Angebote neben Online-Seminaren machen wir spezielle Online-Treffen. Für nach Zielgruppen sortiert in der Regel. Es gibt Treffen für Angehörige, für Partner, für junge Menschen, die sind bei uns bis 35 Jahre alt, für Eltern oder für Menschen, die wissen, dass sie die Mutation geerbt haben oder schon erste Symptome haben. Für die machen wir unser Hügel-Meeting. Genau. Online-Seminare, genau. Die Unterlagen und Aufzeichnungen gibt es auf dem YouTube-Kanal und die im DHH-Plus-Bereich auf der Webseite, auch von anderen Online-Seminaren, auch was eben angesprochen wurde. Und am Thema psychologische Aspekte, da haben wir auch und viele andere Materialien, Ernährung, haben wir auch schon mal Online-Seminare gemacht. Können Sie da auch gerne reinschauen. Jetzt kommt doch noch nachträglich eine Frage herein von Thorsten. Und zwar, wie wichtig ist die neurologische Begleitung? Bei uns sind die Neurologen dermaßen überbelastet. Genügt es einmal im Halbjahr zu einem Huntington-Zentrum zu gehen? Ja, ich glaube, das hängt auch oft so ein bisschen davon ab, wie gerade der aktuelle Befund oder die Beschwerden sind. Es gibt manchmal Phasen, da ist man relativ lange stabil und da muss man nicht alle 3 Monate zum Neurologen gehen. Wichtig ist, dass man regelmäßig gesehen wird, also ich sage mal mindestens einmal im Jahr, wo man die verschiedenen Bausteine, die ich auch in einer dieser Folien hatte, wo man nach der Kognition guckt, die Psyche und natürlich die Motorik und dann gegebenenfalls entweder weitere Diagnostik macht oder auch die Therapie entsprechend anpasst. Es gibt aber Phasen bei der Huntington-Erkrankung, wo auch gerade wenn es zum Beispiel psychiatrische Komplexe sind, wo man wirklich einen engmaschigen Kontakt zum Neurologen benötigt, wo regelmäßige Untersuchungen oder ich meine heutzutage, es gibt ja Telefonsprechstunden, wir haben auch Videosprechstunden, wo man relativ schnell auch mal einen Zugang vielleicht bekommen kann, wo man einfach eine kürzere Intervalle benötigt. Also es steht und fällt letztendlich mit dem Befund. Wenn es stabil ist, reicht 6 Monate oder einmal im Jahr. Wunderbar, auch noch danke dafür. Das ist am Rande, aber das ist auch wichtig. Jede Frage ist willkommen hier. Genau, damit haben wir es geschafft. Ganz herzlichen Dank, Katrin. Danke fürs Zuhören und für die interessanten und spannenden Fragen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss.